Hallihallo, meine Damen und Herren, willkommen zurück zu Spyro 2 Gateway to Glimmer. Wir sind hier in der Glut, also so heißt das Level, und wollen den guten Hänsel reden. Die Gretel steht hier und wartet sehnsüchtig auf ihren Hänsel. Wir werden natürlich versuchen, hier an den ganzen Ninja-Ägyptern vorbeizukommen und Hänsel aus den Klauen dieser zu befreien. Ah, da ist ein Knopf. Mit dem können wir bestimmt die Tür öffnen, die da unten verriegelt ist. Moment, wir haben ihre Flagge gehisst. Ich will meine Flagge hissen. Moment. Ich will kurz das ausprobieren. Könnte sein, dass es nicht klappt. Ist mir aber egal. Ich muss es ausprobieren. Kann ich von hier aus nach... Nein, kann ich auf keinen Fall. Da ist ein Affe. Da war ein Affe, ich hab's genau gesehen. Ciao. Ey, ciao, sagte ich. Lacht ja auch noch. Ist ja lurch. So, ciao. Sparks ist blau, Sparks ist gleich wieder gelb. Und nüchtern. So, und tschüss, Kamel. Zweibeiniges. Ein Kamel. Oh, le Kamel ist tot. Water! You need some water! Der hier nervt auch. Rennen wir mal gegen ihn, um ihn zu vernichten. So, jetzt können wir natürlich rüberfliegen. Wir können aber auch natürlich erstmal nach... Da ist Jäger! Natürlich gehen wir jetzt noch zu Jäger. Hallo Jäger. Was willst du, Jäger? Die Affen sind aus dem Zoo von Avala ausgebrochen. Oh nein! Und ich wurde hergeschickt, um sie zu fangen. Doch die werfen mit Kokosnüssen nach mir. Und das tut weh. Oh. Kannst du mir helfen? Und das tut weh. Oh ja, ich sehe schon, wie wehleidig du klingst. Natürlich kann ich dir helfen. Niemals. Natürlich. Toll. Renn nur gegen den Baum, bevor ich getroffen werde. Ich kann die Affen fangen, wenn sie fallen. Komm mit. Komm mit. Schwierigkeit 2 sollte einfach sein. Eigentlich. Pepada. Zu welchem Baum rennen wir jetzt? Zu dem da vorne, wie es aussieht. Sehr schön. Boah. Hat er uns getroffen. Könnte aber sein, dass es gleich nochmal eine weitere Schwierigkeitsstufe gibt, weil ich glaube, das ist möglich. Bumm. Ah ja, ich bin gleich tot. So. Geschafft. Danke für deine Hilfe, Spyro. Kein Ding, Jäger. Nimm das bitte. Einer der Affen hatte es. Vielen Dank. Vielen Dank, Jäger. Ich meine, du gehörst zu meinem Team, also könntest du die Kugel auch behalten. Ist aber egal. Bei mir sind sie, glaube ich, sicherer. Bei mir sind sie auf jeden Fall sicherer. Als bei dem Guten hier. Also nichts gegen ihn, aber, ne. Ein bisschen tollpatschig ist der ja schon. Ah, so kommen wir hier hoch. Jetzt haben wir auch die Juwelen, die ich vorher haben wollte. Und eine Kugel haben wir bereits, sehr gut. Wir haben nicht mal die Hälfte der Juwelen. Richtig, richtig. Schön. Hat Spaß gemacht. Das ist schon wieder... Chamel? Chamel. Hier müsste irgendwo eine Rakete sein. Frage wo? Eine Rakete oder irgend so ein Geschoss? Ein heißes Geschoss, wie ich. Boah, bin ich arrogant. Ich hasse mich. So. Sesam, tu dich öffnen. Wir sind hier, Alibaba und die 30 Räuber? Nee. Simba? Nee. Keine Ahnung. Mir egal. Simba war was anderes. Sindbad und die 30 Räuber? Nee. Hä? Mir egal. Ich hab's irgendwie vergessen. Eine Kokosnuss. Noch eine Kokosnuss. Ich will noch eine haben. Geht ja nicht. Ich will Power. I got the power. Nein. Du triffst mich nicht.
Ein Kamel! Hallo, Kamel! Was macht das wohl mit einem? Ich glaube, das springt auf einen drauf, wenn es einen trifft. Aber nicht mich. Kokosnuss, hallo. Ich glaube, wenn man da drunter steht, wird man verletzt. Kann das sein? Schaffe ich das? Nö. Es fällt auch immer nur eine runter. Deswegen wahrscheinlich. Stirb. Und jetzt stirb. Alter, wir haben schon 19 Gegner besiegt. Da haben wir noch keinen Powerpunkt gesehen. Huhu! Eine Höhle. Oh, schon vorbei. Okay, hier haben wir ein explodierendes Glas. Mit zwei, also ein Juwel im Wert von zwei. Ein Schmetterling. Auch schön. Ich frage mich aber immer noch, wie kommen wir an das Stahlgefäß da dran? Also wie machen wir das kaputt? Drankommen ist ja nicht das Problem. So, hier ist aber noch ein Juwel und irgendwie so ein Weg. Ein abgeschnitten? Nee. Hier geht's nach unten. Hallo. Gucken wir mal, was es hier unten gibt. Oh, meine Herren. Ein Feuerwerk. Ein verdammtes Feuerwerk. Das lösen wir mal gleich aus. Und zwar... jetzt! Ach, das ist Kettenreaktion. Ups. Wusste ich nicht. Sehr schön. Aber hier ist kein Feuerwerkskörper, ne? Blöd. Echt blöd. Was hätte dem Ganzen noch den Hut aufgesetzt? Aber naja. Gehen wir erstmal. Hier ist richtig, ne? Hier ist richtig, genau. Ach, da ist ein Feuerball. Damit können wir es zerstören. Der Powerpunkt ist ein Feuerball. Gut zu wissen schon mal. Wenn wir die anrennen, während wir springen, werden wir nicht zurückgestoßen. Das ist cool. Cool und gut zu wissen, wie ich finde. So. Noch einer. Aber Hänsel ist nicht hier. Hier ist wieder Gretel. Ups. Wo zur Hölle ist Hänsel? Ich glaube da oben. Eigentlich war er, also in der Sequenz war er da oben gefangen. Aber da ist jetzt der Powerpunkt. Ah ja. Wir gucken gleich mal. Wir reden gleich mal mit Gretel. Oder jetzt. Machen wir es mal jetzt. Spyro, du bist ein klasse Geheimagent. Ja. Jetzt können Hänsel und ich unsere Mission beenden. Du kannst übrigens diesen Talisman haben. Oh, danke. Ich habe ihn gestohlen, als die Soldaten nicht geguckt haben. Moment, die beiden tauchen noch in Teil 3 auf, das weiß ich. Auf jeden Fall. Der Glut-Talisman ist so ein, wie heißen die Viecher nochmal? Ich weiß es gerade nicht. Ah, da ist Hänsel. Hallo, Hänsel. Hey, Spyro. Hallo. Wir brauchen diese Fahnen als Beweis, dass unsere Mission erfolgreich war. Aber der Fahnenwart nimmt sie uns immer wieder weg. No. Wenn du ihn ausschalten könntest, kannst du die Fahnen zurückbringen. Ups, verdammt, ich habe es weggeklickt. Mein Geheimartikel... Moment. Sorry. Mein geheimer Dekodierring sagt, dass dieser Powerpunkt dir helfen sollte.
Farnwart vom Farnmast schießen, mit Farn zu Hänsel zurückkehren. Okidoki. Ich weiß jetzt gerade wirklich nicht, was er meint. Was für Fahnenwärter? Ich weiß nur, dass ich eine Kiste haben will und die ist da oben. Piu! Sehr schön. Fahnenbart. Hä? Okay, ich habe zumindest alle Ju. Da ist einer. Ah, okay. Machen wir mal. Wir gehen auf Fahnenwartjagd. Wir gehen heute auf Fahnenwartjagd. Wir gehen heute auf Fahnenwartjagd. Das ist voll der scheiß Rhythmus. Das ist kein Rhythmus für mich. So, kann ich ihn auch von hier aus sehen? Anscheinend nicht. So, der erste ist irgendwo da oben. Schaffe ich das? Da ist der. Bam! Da fliegt er. Hey, was will der? Du willst diese Fahne also wirklich haben, was, Drache? Yep. Zu diesem Bombenspiel gehören aber zwei. Los geht's. Bomben des Fahnenwarts ausweichen. Fahne zu Hänsel zurückbringen. Was? Jetzt fliegt er langsam zu Hänsel, richtig? Und Hänsel kann sich die Fahne dann schnappen. Hoffe ich. Jupp. Hat geklappt. Toll, aber da sind noch zwei Fahnen. Nein. Ich glaub's ja nicht. Okay. Eine hätten wir, zwei fehlen noch. Kann ich den von hier aus auch abschießen? Nein, kann ich nicht, wie es aussieht. Also hier war die erste, ne? Ja, hier war die erste. Ich glaube mal die zweite. Ich meine, das ist ja da, wo die Fahnen immer nach oben gingen. Die zweite müsste also irgendwo hier sein. Wenn ich mich jetzt hier so hinstelle, müsste ich die ja von hier aus eigentlich treffen können. Moment. Zielen. Bam. Sehr schön. So. Immer noch hinter meinen Fahnen, Herr Drache. Jupp. Schwierigkeit 5. Oh mein Gott. Jetzt komm einfach hier. Ich renne. Damit es schneller geht. Wir haben hier nicht den ganzen Tag Zeit. Nein! Hilfe. Was? Hat's geklappt? Ich dachte, ich wurde erwischt. Hat mir schon Sorgen gemacht. Du bist ganz nah dran, Spyro. Ich weiß. Nur noch eine Fahne. Cool. Läuft ja wie am Schnürchen. So, die müsste ganz am Anfang sein. Kann ich die nicht von hier aus sehen? Nein, kann ich nicht. Verdammt. Ah, super. Jetzt muss ich schnell sein. Den nehmen wir mit. Nein, verdammt, ich wollte den mitnehmen. Komme ich da so schnell hin? Schneller. Jetzt nach oben gucken. Nach oben. Nein, ich krieg meinen Kopf nicht höher. Ich muss weiter nach hinten. Nein. Mist. Egal, ich muss den Part jetzt hier erstmal beenden. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Beim nächsten Mal holen wir dann den letzten Fahnenwart. Das ist ja nicht mehr viel. Also vielen Dank. Tschüssikowski. Bis zum nächsten Mal. Immer schon weiter zocken. Ciao mit V. Das V steht für Videos Plays. Tschüss.